Lieben. Ja, ich muss euch sagen, ich habe einen ganz, ganz, ganz lieben Mann. Gestern, also Samstag, hat er gefragt, ob ich nicht auf Actionentzug bin. Ich so, Actionentzug bin ich immer. Ich so, da willst du nicht zur Action. Ja, dann hat er es mir zum Schluss wirklich, wirklich schmackhaft gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre zur Action. Allerdings bin ich in einen anderen Action gefahren, der noch einmal weiter weg ist. In der Hoffnung, ich bekomme andere Sachen. Das war auch so. Ich habe andere Sachen bekommen, die was in meinem Action, in meiner Nähe vor allen Dingen. Ja, wir müssen eine Stunde fahren. Und dann bin ich gestern 1,5 Stunden gefahren, also noch einmal länger. Auf jeden Fall habe ich dort einige Sachen bekommen. Und die wollte ich euch natürlich zeigen. Zuallererst habe ich mir einen von diesen Blöcken mitgenommen. Entschuldigt, haben gerade gegessen. Und die kennt ihr bestimmt alle. Die hatten wirklich noch einen riesen, riesen, riesen Stapel dort. Ich hätte wirklich alle mitnehmen können, aber irgendwann ist ja mal gut. Ne? So, wie gesagt, den einmal. Und dann einmal noch Ladekabel für mein Handy, für USB 2.0. Mein Mann hat ja noch Micro-USB. Und da ist halt etwas blöd, weil Micro-USB-Kabel haben wir zuhauf, aber halt eben von denen keinen. Und dass ich auch mal eins im Auto lassen kann, weil sonst vergesse ich das immer. Dann werde ich das kurz austauschen gegen das lange hier und das kurz ins Auto machen. Preis, ich glaube 2,49 €. Also kann ich jetzt echt nicht mehr sagen. Wie gesagt, also ihr wisst ja, Kassenzettel und ich, wir waren keine Freunde mehr. Dann habe ich mir das Band mitgenommen. Da bin ich schon dabei, wie man sehen kann. Hier, ne? Bin ich schon am Testen. Kostet, glaube ich, 99 Cent, wenn mich nicht alles täuscht. 15 Meter, also ist eine Menge, Menge drauf. So, da bin ich schon am Testen. Tasche herholen. Dann habe ich noch einmal diesen wunderschönen Block mitgenommen. Der ist ja wirklich, wirklich der Hammer. Also der gefällt mir so mega gut. Da habe ich auch schon zwei Seiten raus und was zugeschnitten. Das seht ihr alle in einem Craft-Update, wenn das alles so funktioniert, wie ich will. Kann man nochmal kurz durchblättern. Aber wie gesagt, da fehlen schon zwei Seiten. Aber den kennt ihr bestimmt auch schon alle. Habe ich im letzten Haul ja auch schon gehabt. So einer geht ja immer. Also die Farben, die sind ja ein Traum. Ich liebe ja solche Farben. Liebe ich ja. Genau, den hier. Schon wieder kein Platz auf meinem Tisch. Habe ich mir dieses Foam-Puzzle mitgenommen. Unter 2 € auf jeden Fall. Fand ich total süß. Werde ich ja mal machen zur Deko. Vielleicht auch mal irgendwann mit meiner Kleinen. Ja. Weil das wird ja nicht schlecht. Dann habe ich diese Foam-Stickers mitgenommen. Die hatten das ganze Regal voll. Auch die Buchstaben. Ich habe aber nur die Zahlen mitgenommen. Der Rest, also Buchstaben, interessieren mich jetzt nicht. Das hier eher so für Adventskalender und Geburtstage. Und das war auch das letzte Päckchen. Also die hatten keins mehr von den Zahlen. Fand ich total schade. Und für Geburtstage oder so die Zahl drauf oder eben jetzt halt für die Adventszeit Adventskalender basteln. Perfekt, ne? Werde ich mir auf jeden Fall nochmal welche mitnehmen, wenn sie welche haben. Bei unserem Action in der Nähe. Dann einmal diese Line Cardstock Metallic. Das sind ja diese Farben drin. Kennt ihr bestimmt auch schon. Kann man wunderbar Kartenrohlinge draus machen. Perfekt. Dann einmal, wie heißt denn wieder? Ja, Conditioner, Kur, Haarkur, riecht total geil, also mega, mega. Das riecht voll nach Kokosnuss. Die hatte ich ja letztes Mal schon mal gekauft. Finde ich super. Also wirklich der Hammer. Die können mit den teureren Marken gar nicht mithalten. Wirklich nicht. Das ist. Und vor allem.
glaube ich, 1,99 oder so. Und bei den anderen, die sind halt nur so groß, die Hälfte davon und kosten das Doppelte, wenn nicht sogar teilweise das Dreifache und helfen noch nicht lang so gut. Also wirklich, wirklich top. Da werde ich mir auf jeden Fall noch welche mitnehmen. Und ich stehe ja so auf Kokosnuss. Wow. Dann habe ich in der Kinderabteilung diese Sticker gefunden. Da gibt es ja noch andere irgendwie mit Raumschiff, glaube ich. Und was ich jetzt auch oft gesehen habe, diese Lebensmittel, also mit Teekanne, Kaffeekasse, Kaffeetasse irgendwie. Fand ich aber nicht so schön und dann habe ich das hier entdeckt. Total süß fand ich das. Für Geburtstage optimal. So ein Cupcake draufgeklebt, ein Bonbon. Perfekt, also total süß, auch schöne Farben. Das sind ja diese Puffy-Sticker. Genau, fand ich total schön. Also kann mit. Und dann habe ich einmal Leinenfotopapier gekauft. 99 Cent. In der Hoffnung, dass ja, es fester Karton ist in dem Sinne. Aber für 99 Cent, wenn nicht, nehme ich es wirklich für zum Fotos drucken. Da habe ich ja auch noch ein Projekt vor, aber das ist privat. Ich kann euch mal ohne Bilder zeigen, wenn es dann ist. Aber ja, das dauert noch, weil ich warte ja noch auf die Sachen. Schauen wir mal rein. Oh ja, das ist quasi ganz normaler Cardstock. Seht ihr gar nicht, ne? Jetzt seht ihr das wegen die Leinenstruktur, ja. Das ist eigentlich ganz normaler Cardstock. Ich würde sagen, so 100 Gramm. 120, 100 Gramm. Also, perfekt, 99 Cent. Weißer Cardstock, Mädels. Geht zu Action, kauft euch die. Ah, sorry, da. Also nämlich zum Basteln, nicht zum Drucken. Finde ich jetzt sehr, also finde ich jetzt echt top. Für 99 Cent sind 10 Stück drin. Quasi ganz normaler Cardstock. Grammatur steht nicht drauf. Ist hier eigentlich auch zum Fotodrucken gedacht. Steht es drauf? 10 Blatt A4 Bilder. Ne. Steht nicht drauf. Aber egal. Mega, mega cool. Das finde ich jetzt cool. Da werde ich auf jeden Fall noch einige mitnehmen. Perfekt für Alben. Ne? Aus der Weihnachtsabteilung habe ich diese Konfetti-Sternchen mitgenommen. Da gab es auch noch Sterne und weiß ich nicht, schieß mich tot. Aber ich wollte nur die haben. Ja, als Streudeko. Fragt mich nicht nach dem Preis. Ich wollte nur die haben. Zum Kartenverzieren. Ha, Sakra. Die sind immer so elektrostatisch aufgeladen. Das ist... Ah. Gab es auch nur noch das letzte, also das waren die einzigen. Aber zumindest habe ich welche bekommen, ne? Weil im anderen Action von uns gibt es die ja nicht. Ah, Mist, egal. Dann sind ja im Angebot solche Masken. Im Moment, die sind noch bis Dienstag, glaube ich, im Angebot. Habe ich mal die mitgenommen. Mal gucken. Ah, da sind mehrere drin, okay. Habe ich gar nicht gesehen. 5-mal steht tatsächlich drauf, okay. Ah, nicht schlecht. Kann ich auf jeden Fall mal verbasteln. Also ein Umschlag machen quasi. Ja, Preis weiß ich auch nochmal. 79 Cent, glaube ich. Dann einmal diese Streudeko noch. Diese Sterne fand ich wunderschön. Gab es auch nur noch ein einziges Mal. Aber immerhin, ich habe es bekommen. Yay! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt andere Sachen bekomme. Aber tatsächlich andere Sachen wie bei unserem in meiner Nähe vom Action. Man sollte eigentlich meinen, die sind alle gleich. Die Actions, aber wie gesagt, 99 Cent, da weiß ich den Preis noch. Dann diese Wassermelonen-Durstlöscher kosten, glaube ich, 44, 46 Cent oder was.
habe ich insgesamt 4 Stück mitgenommen. Mein Mann hat gestern schon 2 bekommen. Und ich habe meinen hier. Finde ich total lecker. Also ich liebe diese Wassermelone. Die schmeckt total geil. Dann auch aus der Weihnachtsabteilung habe ich mir diese Sticker mitgenommen. Gingerbread. Fand ich total süß. Ich stehe ja auf diese Lebkuchenfiguren. Ne? Ich finde die ja so süß. Und da könnte ich echt reinbeißen, wenn ich die so sehe. Die sind echt so knuffig. Dann habe ich so Foam-Rosen mitgenommen. Das sind jetzt 2 verschiedene Farben. Das kommt gar nicht so rüber bei euch gerade. Also das ist komplettes Weiß und das ist so cremefarben. Ganz leicht cremefarben. Ich habe ja da noch ein Projekt vor. Da habe ich mir gedacht, ach, probierst du, nimmst du die mit für 99 Cent. Wenn es nicht passt, dann ist wurscht. Verwendest auf jeden Fall für was anderes. Schnell einen Schluck trinken. Dann habe ich diese Kartenrollingen mitgenommen. Das sind ja die größeren, das sind die 15x15 und das sind die 10x15, glaube ich. Halt die A6. Habe ich nur die 2 jetzt mitgenommen, weil da habe ich ein Album vor. Wenn es denn so klappt und es funktioniert so, wie ich will, finde ich wunderbar als, ja, als Grundstein diese Kartensets. Dann habe ich endlich diese Fledermäuse bekommen. Ich war ja bei unserem Action, ich glaube, 3-mal, 4-mal in der Zeit, seit es diese Halloween-Sachen haben. Da habe ich ja leider nur die Spinnen bekommen. Und diese Ratten und die Vögel hatten sie zuhauf, aber keine Fledermäuse mehr. Keine mehr. Das war so ärgerlich. Und ich wollte unbedingt diese Fledermäuse. Ich stehe ja so auf Halloween. Und ich finde aber Ratten und Vögel jetzt nicht unbedingt für, weiß ich nicht, Halloween kann man nehmen, aber gefällt mir absolut nicht. Und ich habe es jetzt endlich bekommen. Endlich. Und ich habe meine liebe Action-Dealerin. Wenn du das schaust, sie ist übrigens im Urlaub. Wenn du das schaust, wünsche ich dir einen ganz tollen Urlaub. Genieß deine Zeit. Hast deine Ruhe von mir. Spaß. Sie hat ja auch schon 2 oder 3 Mal geschaut bei ihrem Action. Und die gab es einfach nicht. Und ich bin jetzt so, so happy, dass ich die jetzt bekommen habe. Echt. Dann habe ich neu entdeckt, es gibt neue Stanzteile. Yay! Habe ich auch gleich bekommen. Also, wow, hätte ich nicht gedacht. Da hätten wir einmal die Federn. Mal dann die hier drin. Ich liebe ja Federn. Ich liebe Federn. Und die sind ja etwas foliert. Da kann man mal eins aufmachen. Die sind ja alle für mich. Ich habe ja im Moment keine Bestellungen aus der WhatsApp-Gruppe, was Section-Sachen angeht. Genau, da holen wir jetzt mal ein paar raus. Und ich liebe diese Federn. Seht ihr das? Ja. Sind goldfoliert oder die sind jetzt, ja, Bronze, Kupfer. Die sind gar nicht Gold, die sind Kupfer, aber total schön. Und sowas kann man ja perfekt verbasteln, also, ne? Da habe ich die, glaube ich, 3-mal mitgenommen, wenn mich nicht alles täuscht, die Federn. 2, 3, genau. Kosten ja nur 74, 79 Cent, sowas im Dreh rum. Habe ich gleich zugeschlagen. Dann gibt es ja auch so Blumen. Die habe ich jetzt 2-mal mitgenommen. Finde ich auch eigentlich hübsch, ne? Ja, mal schauen. Zum Beispiel eben für Geschenke einpacken, wie man hier auf dem Beispiel sieht. Finde ich total hübsch auch. Aber 2-mal, denke ich, langt erst einmal. Vorausgesetzt, ich komme noch einmal irgendwann in den Action, dann nehme ich halt mehr mit. Dann gibt es ja so Kakteen. Da
sieht man es besser. Da ist Foam-Tipp nicht so im Weg. Gibt es ja so Kakteen, die finde ich ja auch sehr hübsch. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja, die finde ich auch sehr hübsch. Zum Beispiel auch für Alben oder was gedacht. Und dann habe ich mich super gefreut. Es gibt so Herbst. Die Cuts habe ich mir auch gleich dreimal mitgenommen. Waren die letzten von den Herbstsachen. Mit etwas Halloween. Seht ihr das? Da ist der Kürbis. Da ist noch ein Kürbis mit Gesicht. Da unten haben wir einen kleinen Gespenst. Ich glaube, da können wir mal reingucken. Oh, da habe ich mich gefreut. Wie ein Schneekönig. Yay! Na? Man kann nicht aufgehen. Wo haben wir denn den Geist? Ach, da ist der eine Kürbis, der klebt schon da. Das ist Foamtape. Also ich liebe ja diese Teile, die sind ja auch recht fest. Da ist der eine Kürbis. Sind ja recht stabil, wie gesagt. Und da ist der Geist, da ist der Geist. Oh, ist der süß. Schaut mal, wie süß der ist. Oh, ja, super. Das Eichhörnchen ist ja auch groß, ne? Schaut mal, wenn ich das so auf der Hand habe. Die ist ja so groß wie meine Hand. Wow, klasse. Jetzt haben wir noch den Baumstumpf hier. Der ist ja auch groß. Pilze. Och, der Igel ist ja auch knuffig. Und Herbst, da haben wir einen großen Kürbis. Oh, ich liebe solche Sachen. Ja, mal gucken, was ich damit mache. Ich liebe Halloween. Ich liebe den Herbst. Nicht nur, weil ich bald Geburtstag habe. das Tolle, ja. Dadurch, dass ich ja fast an Halloween Geburtstag habe, also fast einen Tag davor, spare ich mir das Schminken 2 Tage lang. Weil dann kann ich nämlich in Halloween reinfeiern und kann so rausgehen, wie ich bin. Weil die schauen ja eh alle, ne, gruselig aus. Kleiner Spaß am Rande. Dann habe ich noch was Neues entdeckt. Das ist in der Geschenkeabteilung. Das sind solche Geschenkboxen. Kann man selber zusammenbauen. Also es sind insgesamt 4 Stück drin, jeweils 1 davon. Das sind wohl mit Band und allem drum und dran. Da habe ich mir einmal das mitgenommen. Dann so marmoriert. Finde ich auch hübsch. Dann so in Mädchenfarben. Bestimmt die Hexe irgendwo hin. Kleine Hexe. Das hier. Dann so schwarz-weiß. Fand ich auch total hübsch. Das habe ich, glaube ich, 2 Mal mitgenommen. Aber ist, glaube ich, irgendwo untergegangen. Egal. Oder die Kleine hat es verschlammt. Ah, ne, da ist es doch. Ne, doch, doch. Doch, genau. Da ist es nochmal das zweite. Okay. Ich nehme alles zurück. Und das hier. Auch so Mädchenfarben. Können wir ja mal eins aufmachen. Ja, die kleine Hexe. Genau, da haben wir dann so die Tüte, ne? Die macht man dann so auf. Da ist der Verschluss. So rum kurz dann. Macht man so auf. Und dann sind hier die Bänder noch drin. Und fand ich ganz süß. Ich weiß den Preis jetzt auch nicht mehr. Was nimmst du mit? Auch perfekt jetzt hat für Adventskalender. Allerdings bräuchte man da einige, ne? Aber man spart sich das Basteln. Aber meine... Ich habe ja schon Rückmeldungen bekommen, weil ich habe ja das Video vorhin hochgeladen. Das habe ich natürlich vorher gefilmt, weil die Adventskalender ja alle raus mussten. Weil ja Geschenke dabei waren, Geburtstagsgeschenke und so weiter und Tausch und bla bla bla. Die mussten jetzt alle raus demnächst. Oder sind ja alle raus mittlerweile. Und da habe ich das Video, wie gesagt, vorhin hochgeladen. Und ich habe ja schon Rückmeldung bekommen. Die haben sich alle total gefreut.
Haben alle gesagt, das sind super, super schön. Total viel Arbeit reingesteckt. Ja, und ich freue mich mega, dass sie euch so gefallen. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Und ich freue mich einfach. Ich hätte die Gesichter zu gern gesehen, wenn ihr das Päckchen aufgemacht habt und mit Lichterkette und. Oh ja, schön. Dann habe ich noch einmal diesen Adventskalender mitgenommen. 2,14 €, 2,19 € glaube ich. Fand ich auch süß. Werde ich aber für nächstes Jahr mal, denke ich, verwenden. Ich habe da schon eine Idee im Kopf. Aber das hat jetzt noch Zeit. Meine Adventskalender sind jetzt erst einmal fertig. Hoffe ich, denke ich. Ja. Wenn dann noch irgendwas dazwischen kommt, man weiß ja nie, ne? Ja, genau. Das werde ich aber, denke ich, für nächstes Jahr irgendwie verbasteln, irgendwie. Fand ich schön, gab es in Rot, Schwarz noch, aber fand ich absolut nicht schön. Und dann muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja meine kleine Maus dabei gehabt beim Shoppen. Und sie ist ja sehr aktiv, agil auch und alles neugierig und so. Ist ja alles kein Thema. Es sind Babys, verstehe ich voll und ganz. Allerdings habe ich nicht bemerkt, dass sie was aus dem Regal rausgeklaut hat. An der Kasse habe ich das Zeug dann so aufgeladen, gehe dann an der Kasse vorbei, mein Zeug einladen. Und dann sehe ich, dass die was in der Hand hat. Ich habe es vorher nicht bemerkt. Warum auch immer, ich weiß es echt nicht. Schlagt mich tot. Ich habe echt keine Ahnung. An der Kasse ist mir dann aufgefallen. Dann habe ich sie halt schnell weggenommen, der Kassiererin gegeben und mich tausendmal entschuldigt. Sie war absolut nicht böse. Dann hat sie es über die Kasse gezogen. Habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf, weil es war auch schon angesabbert und offen und ja. Und wie gesagt, die Kassiererin war absolut nicht böse. Die hat es dann schnell drüber gezogen und mir wieder gegeben, damit sie Kleine wieder haben kann. Zumindest hat sie einen guten Geschmack. Ist ja auch meine Tochter. Und zwar hat sie diese Flowers geklaut aus Rika. Ja, wie man sieht, die waren schon offen. Die hat die Kleine aufgemacht und ja, fand sie ganz schön anscheinend. Ja, finde ich jetzt auch hübsch, ne? Also ich sage ja guten Geschmack. Für 99 Cent. Na, Preis weiß ich, habe ja die anderen schon gekauft. Aber haben wir gedacht, gehabt, egal, nimmst du mit, sind schön. Kannst du auf jeden Fall bestimmt irgendwie verbasteln. Und wie gesagt, meine Tochter fand das halt wirklich, wirklich schön. Also musst du das halt mit. Ja. Kinder halt, ne? Genau. Und dann habe ich noch zu guter Letzt, da ja meine kleine Maus morgen Geburtstag hat, die wird schon ein Jahr alt. Überlegt euch das mal. Ein Jahr ist meine kleine Maus schon alt. Oh. Sie dürfte sich was raussuchen. Also sie hat die freie Wahl gehabt. Ich habe ihr alles hingelangt, hingezeigt. Von manchen Sachen hat sie sich weggedreht, manche hat sie gar nicht angeschaut. Also sie hat freie Entscheidung gehabt. Also, ne? Wie soll ich sagen? Man merkt ihr an, wenn sie was nicht haben will. Ich habe ihr Stofftiere hingehalten, nie weggedreht, Krachmacher-Spielzeuge, war ich nicht begeistert davon, also die Kleine mag ich nicht. Und dann gab es ja im Angebot diese Holzsets. Da fehlen jetzt allerdings schon die Tierchen, weil die hat sie zum Spielen. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, sind glaube ich im Angebot sogar noch bis Dienstag für 2,29 €, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gab es ja einmal die Dino-Variante und die Unterwasserwelt. Und sie hat sich für die Unterwasserwelt dann letztendlich entschieden. Ja, freut mich. Sie spielt auch damit. Man kann schon drauf rumbeißen. Kinder halt, Zähnchen. Na? Ja, fand sie ganz schön. Habe ich so, okay, nimmst du mit als kleines Geburtstagsgeschenk. Gut, sie weiß es natürlich noch nicht, dass sie Geburtstag hat. Versteht sie noch nicht so richtig. Aber ich habe mir gedacht, trotzdem eine Kleinigkeit. Na? Weil du kaufst so viel Schrott. Ne? Kaufst der Kleinen mal was. So, das war's jetzt erst einmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das schöne Wetter. Wir haben es herrlich draußen, richtig schön herbstlich und warm. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.